Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texted. Ja, eventuell sind mir 4 Folgen kaputt gegangen, dadurch, dass ich versucht habe, anders aufzunehmen als sonst. Versucht habe, die Leistung zu verbessern. Ist blöd gelaufen, hat nicht funktioniert. Deswegen bringe ich euch mal auf ein Update. Wir haben Essen produziert, wenn ich es finden würde. Wir haben auf jeden Fall schon Salate gemacht und alles. Wir haben hier draußen ein bisschen geupgradet. Wir haben jetzt hier Barley Seeds. Wir haben hier jetzt Weizen angebaut. Hier wächst es gut. Und vor allem, wir haben Hühnchen, die uns Eier bringen, weil das brauchst du für Mayo und all den Schmarren. Wir waren ganz kurz im Nether. Haben da zwar noch nicht viel gesehen, aber ja. Was der wichtigste Punkt ist, was wir entschieden haben. Ah, genau. Ja. Ah, könnt ihr schon wieder. Schaut gut aus. Die Hühnchen und die Blümchen. Ja, genau. Wir haben hier das mit so gechiselten Cobblestone hingestellt. Und ja, funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Wir haben bis jetzt nur Schweine gefunden. Wir haben keine Kühe mehr gefunden, denn wir sind am Palms Harvest Craften, wie irre. Haben hier schon also einen Händler mal hingestellt. Und hier so eine Fishtrap. Mit der ich noch nicht so ganz weiß, was ich anfange. Ist das ihr oder was? Oh Gott. Inventarprobleme haben wir wie irre. Schon die ganze Zeit. Ah, genau. Wir haben auch schon Fischstäbchen gemacht. Da draußen wollen wir eigentlich Fisch und Chips machen. Wir haben die Bienenkönigin geholt. Ah, genau. Und wir wollten eigentlich schauen, dass wir. Ich bin gerade wieder ein bisschen weg im Kopf. Ich muss gerade wieder den Anschluss finden. Wartet kurz. Wir wollten eigentlich schauen, dass wir Bienenstöcke machen, damit wir Honig kriegen. Damit wir also so Zuckerzeugs machen können. Genau, wir haben Platzprobleme ohne Ende. Deswegen müssen wir schauen, dass wir irgendwie neue Kisten kriegen. Steel Chestplate. What the fuck? Chest Transporter. Okay. Golden Chest. Müsste es doch eigentlich geben, die verschiedenen Kisten, oder? Goldenes Ei. Hm. Ne, auf jeden Fall ist vieles jetzt leider schief gelaufen. Es tut mir sehr leid. Ich habe viel geupgradet und es hat leider nicht so funktioniert, wie erhofft. Ah, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Jetzt sollten wir erstmal überlegen, wie wir Lagerraum schaffen. Eisenkisten schön und gut, aber die Fläche reicht auch nicht. Weil man sieht es eh schon wieder, der Platz ist schon wieder zu klein. Und deswegen hätte ich ja vorgeschlagen, dass wir versuchen in Richtung, naja, in die Richtung von Technik zu gehen. Das am besten mit, halt, Applied Energistics. Applied Energistics, dafür brauchen wir erstmal den Controller her. Dafür bräuchte man diese reinen Fluix Crystals, die auch schon wieder in der Hölle sind zum Herstellen. Wirf einen Fluix Keim, gemacht aus Fluix Staub und Sand, in eine Pfütze Wasser, um den Prozess zu beschleunigen, füge Kristallwachstumsbeschleuniger hinzu. Das wird eh schon eine Zeit dauern. Nichtsdestotrotz brauchen wir diese Gravurmaschine, wo wir diese Sachen hier erstellen. Die Gravurmaschine ist dort. Und dafür brauchen wir klebrige Pistons. Und auch so ein Fluxkristall. Aber rein theoretisch können wir uns da hochkommen. Ich bin dafür, wir probieren das. Wir hüpfen jetzt auf die Slime-Insel in dieser Folge. Warum habe ich da einen Titel für die Folge? Schauen wir mal, wie gut das funktioniert.
Sonne unter? Ja, sie geht unter. Wir sollten vielleicht da bis morgen warten mit. Ah, dann hüpfen wir auf die Slime-Insel, um dort das ganze Zeug... Was? Was war das denn jetzt? Bitumen. So, warte mal, wir gehen nochmal schnell zu unserem allseits beliebten Bohrer. Wenn wir Strom haben, können wir den nicht auch viel größer machen. Bis jetzt so gerade wie er jetzt ist, bringt er sich halt absolut nichts. Ne? Sieht man eh, wir kommen quasi gar nicht voran. Wir haben zwar schon sehr interessante Sachen zwischendurch. Vor allem für den Häuserbau. Aber wir müssen ja erstmal schauen, dass wir auf den grünen Pfad kommen. Ne? Jetzt regnet auch noch tagsüber, ey. Jetzt hackt's aber langsam hier. Ich nehme mal ein paar Cherry Pass. Die hauen jetzt erstmal ordentlich hinter die Nüsse. Nope, dich nehme ich nicht. Wow, wow. Moment. Au! Das waren Fliegeblumen. Was soll das denn jetzt? Seit wann gibt es denn sowas? Ich will da hoch auf die Insel. Ob es schlau gewesen wäre, sich davor nochmal ein Schwert zu machen, ist die andere Frage. Hallo Schweinchen. Schweinchen haben wir hier irgendwie nur dauernd, aber wir haben keine anderen Tiere. Moment mal, da hinten ist eine Pyramide. Eine Pyramide und ein Dorf. Oder ist das kein Dorf? Was ist das da vorne? Kann man da zoomen? Ne, schon nicht so. Interessant zu wissen, was da vorne ist. Das können wir ja sonstfalls auch noch erforschen. Okay, da ist die... Oh! Guck mal, ein Slime mal. Die haben mir schon mal Slime gegeben. Schleimball. Haben die freiwillig da runtergesprungen? Ich würde mal sagen, wir gehen die mal besuchen. Von dem habe ich dezent viel gesammelt, aus Versehen. Also wenn wir zwei Schleimbälle, damit könnten wir schon mal zwei Sticky Pistons machen. Was ist denn noch? Eieiei. Dann hüpft schon wieder einer von diesen Drecksviechern rum. Schön, der gibt nach. Die sitzt natürlich auch in der perfekten Höhe, muss man schon lassen. Moinsen. Och nee, das sind sogar mehrere. Eieiei. Das könnte interessant werden. So. Bye bye. So, dann können wir die jetzt hier mal in Ruhe schaufeln. Die das Zeug probieren. Aber wir müssen eh hier noch ein paar durchgraben. Fühlt sich die Bewegung auch in diesem Modus ganz komisch an.
Also irgendwie ist das Schleimzeug verbuggt, das Gefühl. Jetzt hat. Raus da. Das Zeug ist ganz, ganz komisch. Hallo. Jetzt hat. Absprung! Ich meine, wir haben eine schnelle Verbindung nach oben. Und wir haben ein paar Slime-Blocks jetzt mal gefarmt. Ah, jetzt geht das echt schon wieder dahin. Das ist doch schon wieder so eine Sache, die mir richtig auf den Sack geht. Aber rein theoretisch muss ich doch aus den Slime-Blocks. Ja, Schleimbälle raus oder kriegen. Nice! Was kann ich mit dem Zeug machen? Aber lässt sich höher springen. Hm. Wahrscheinlich auch wieder Verschwendung vom Platz im Inventar. Aber hey. Muss man zwischendurch auch mal annehmen. Da wir noch ein Bienenhive für später merken. Wenn wir so weit sind, dass wir es uns leisten können. Der wächst von den Bomb-Bushes. Ah ne, das sind die Berry-Bushes, die normalen. Ne? Ein bisschen normales Essen. Das ist noch ein Beamstock. Gut zu merken. Wäre vielleicht schlau, sich zu merken. Wer rettet, so spät Nacht und Wind. Da. So. Bedeutet, wir müssen es Dicky Beastins machen. Und dafür nehmen wir erstmal die gelben her. So. Dafür brauchen wir Holzer. Wir brauchen Cobblestone, davon haben wir eh wahrscheinlich noch Tonnen. So. Und Redstone. Den ich natürlich in den Redstone-Block verwandelt habe. Ich schlaubi Bergi. So. Und dann müssen wir die Presse machen. Oh, da brauche ich. Oh oh. Ja, das mit dem Eisen, das ist so eine Sache. Ich glaube, wir dürfen nochmal auf Höhlenforschung gehen. Weil so viel haben wir dann auch nicht. Scheiße. Da fehlt uns doch noch einiges. Und vor allem Platz. Wir brauchen viel, viel, viel mehr Platz. Den wir aber allerdings nicht haben. Ja, das ist jetzt kacke. Wie kriegen wir denn hier mehr Platz rein? Wenn ihr eine Idee habt, wie wir mehr Platz kriegen können, weil wir müssen natürlich das auch alles wieder sammeln und machen und tun und dingsen, damit wir hier halt die Nahrung rankriegen. Ja, wir können noch mehr Kisten aufstellen, noch mehr Tonnen an Kisten hin und her. Wir können natürlich das hier oben auch ausbauen, anfangen. Das Dach wiederherstellen und, aber auf die Schnelle bringt es ja auch nichts. Das können wir hier mal gerade noch eine Runde machen. Schau mal. Da ein paar Blöckchen. So, mal hier die ersten Blöcke wieder reparieren. Als im Grunde der gute Ansatz und der gute Wille. So. Und da oben kommt der Querbalken nochmal rein. So. Ja, das wird halt nochmal ein dezenter Aufwand. So, Anfang vielleicht fürs Dachdecken noch gar nicht mal so doof. Machen wir nicht das nochmal ab. So. Dann kommt hier noch so einer hin.
Hausreparatur. Ja, das machen wir jetzt hier direkt oben noch, noch eine Werkbank. Eine Werkbank mehr schadet nie. Merkt euch das. Man kann nie zu viele Werkbänke haben. Machen wir noch schnell die Seite hier fertig. Dann wird es ja eh schon wieder dunkel. Nein, nicht so. Mensch, Heinz, du. Zack, 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 zack. Jetzt hätten wir schon mal die eine Seite fertig. Die andere Seite folgt zugleich. Weil je mehr wir fertigstellen, desto besser ist es, ne? So. Das ist doch schon mal ein Anfang, ne? Jetzt müssen wir bloß hier wieder rauskommen. Gehen wir ganz gechillt runter, weil es wird Nacht. Und mit der Nacht kommt auch das Ende der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.